Fenster ist ein Stück auf, stört mich gerade nicht. Ich sitze hier gerade, nachdem ich endlich geschafft habe, mein Video hochzuladen und es mir dann eben auch selber nochmal angeguckt hatte. Da ist mir was aufgefallen. Ich sagte, ich mache das eigentlich immer so. Trotzdem bin ich nicht unbedingt als Lügner bekannt. Ich weiß, woher das kommt. Die von euch, die sich mit NLP auseinandergesetzt haben, kennen das Prinzip des Fake it till you make it. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will das mit dem Boot, würde ich gerne manifestieren. Wenn es mir bestimmt ist, mache ich gerne. Und ich sehe halt gerade, dass ich durch die Dinge, wie sie gerade laufen, genau das selber lerne. Ich kann es nicht nur zeigen, ich kann es mir vor allen Dingen selber jetzt mal in einer Form von so genau angucken und so bewusst, dass wenn ich mich gerade ein bisschen aufs Autofahren konzentrieren, ne? Ja, das Ding ist halt, wenn ich etwas manifestieren will, wie zum Beispiel den Aufenthalt in Mallorca. Ab dem Moment, wo das für mich feststand, in Stein gemeißelt war, dass wir nach Mallorca fahren würden, hat das noch 4 Wochen gedauert, die ich quasi genutzt habe. Um mich schon mal zu fühlen, als sei ich auf Mallorca. Das heißt, ich habe dieses Spiel gespielt. Da war es allerdings allen Beteiligten bewusst, dass ich ein Spiel spiele. Und das war hier jetzt nicht der Fall. Indem ich so getan habe, als wäre ich überall, wo ich gerade war, auf jeden Fall schon mal auf Mallorca. Das hat 4 Wochen gedauert. Und dann war es nicht mehr fake it, sondern war es make it. Dann habe ich es dann wirklich machen können, wirklich völlig real erleben können, bin immer noch in diesem Ding drin. Genauso funktioniert das mit dem Boot auch. Was mir gerade allzu deutlich wird, ist, dass es dabei wichtig ist, die Dinge zu akzeptieren, wie sie kommen, auch wenn es zwischendurch halt eben völlig gegenteilig aussieht, nachdem... Wie soll ich das sagen? Ich habe mit diesem Boot-Ding einfach jetzt eine sehr lange Weile in sehr, sehr starker Resonanz gestanden. Dadurch, dass ich die Dinge genauso wahrgenommen habe, wie ich sie wahrgegeben habe. Allerdings ist das halt eben zwischendurch nötig, seine Sichtweisen anzupassen an das, was passiert. Und das ist halt eben genau das, wo es mir das Ganze gerade wert ist, die Erkenntnis und das klar vor Augen zu haben, wie man das macht, dass ich dafür quasi jetzt erstmal Abstand von meinem Bootstraum scheinbar wieder nehmen muss. Das erinnert mich halt auf jeden Fall gerade wieder daran, dass ich als die Person, die ich zu sein scheine, sowieso gar nichts machen kann, außer halt eben erleben und beobachten, sondern dass halt eben Seele und damit quasi Universum halt eben alles steuert. Und dem vertraue ich nun mal einfach. Nicht vertrauen, dem habe ich mich einfach hingegeben, weil ich weiß, ich bin ein Teil davon. In dem Buch vom Universum steht, dass das Universum allen einzelnen Interessen nachkommt, weil es quasi keine eigenen Interessen in dem Sinn hat, weil das Universum sich selber natürlich schon bewusst darüber ist, dass alles, was in ihm existiert, seine eigenen Zellen sind. Deswegen würde es keinen Sinn machen, irgendwas gegen diese Zellen zu unternehmen. Das ist sehr unnatürliches Verhalten. Das kennt der Homo sapiens, weil er halt sehr unnatürlich lebt. Aber das ist nicht unbedingt natürlich. Das ist
ich werde das Ganze mal weiter beobachten. Ich gucke mal, was passiert. Ich zeige, was passiert. Ich erinnere mich daran, dass ich im Laufe der letzten Wochen halt auch mehrfach geäußert habe, dass ich das gerade gerne zeigen würde, wie genau ich das mache. Also tue ich das. Und scheiß im Moment mal drauf, wie es zu dem kommt, womit ich in Resonanz bereits gestanden habe, so intensiv, dass ich weiß, dass diese Option real da ist. Aber jetzt muss offensichtlich was passieren, damit das möglich wird, es so zu erleben, wie ich es auch erleben will. Ohne Disharmonie. Die müssen dann jetzt aus dem Weg geräumt werden. Aber das ist nicht mein Job, da brauche ich nichts zu machen. Das passiert. Ich muss nur laufen lassen. Das ist gerade das, was ich mache.